unserer Ganzjahresjecken, die treffen, sie halten ihre Sitzungen ab in diesen Plenarsälen. Da werfen sie mit ollen Kamellen um sich, an denen sich das Volk die Zähne ausbeißen darf. Im Parlament werden wunderbare Witze erzählt. Kennen Sie den Witz von der Riester-Rente? Kennen Sie den? Großartig. Kommt ein Mann, der sich 30 Jahre lang die Riester-Rente vom Mund abgespart hat als Geringverdiener, kommt er mit 67 zum Sozialamt und dann kriegt er zu hören, dass mit der Riester-Rente hätten Sie sich sparen können. Das ist doch großartig, oder? Jetzt haben die von Monitor denen die Pointe geklaut. 30 Jahre zu früh erzählt. Ist natürlich doof. Der Monitor hat den Geringverdiener erklärt, dass sie im Grunde für den Arsch riestern. Also für den Arsch, der ihnen die Rente verkauft hat. Und der Erfinder der Riester-Rente, der kennen Sie noch, dieser schlecht verfugte Fliesenleger. Mein Gott, Walter Riester, der hat sich tierisch aufgeregt. Haben Sie mitbekommen? Der hat sich nicht aufgeregt, weil er endlich gemacht hat. Nein, der hat sich aufgeregt, weil Monitor den Leuten das erklärt hat. Und das ist gute politische Tradition. Wolfgang Clemens hat damals Hartz IV gemacht. Können Sie sich an den erinnern? Das erste Gesetz von Hartz IV, die erste Version, da konnten 17-Jährige, die keinen Bock mehr auf zu Hause hatten, ausziehen und Hartz IV beantragen. Als die ersten jungen Leute das machten, weil sowas spricht sich auf dem Schulhof hier rum. Schneller als binomische Formeln. Ja? Als die ersten jungen Leute auszogen, da schimpfte der Clement im Fernsehen rum. Meinen Sie, der Clement hätte geschimpft? Welcher gottverdammte Vollidiot hat denn dieses völlig bescheuerte Gesetz gemacht? Nein, der Clement hat die jungen Menschen beschimpft, die das Gesetz in Anspruch genommen haben, weil sie es im Gegensatz zu ihm offenbar gelesen hatten.